Hallo zusammen, ich möchte gemeinsam mit euch die Aufgabe B7 des Känguru-Wettbewerbs 2022 lösen. Mein Vater hat eine Pizza gebacken und sie in 12 Stücke geschnitten. Als Belag gibt es Paprika, Mais und Spinat. Jedes Stück ist belegt. Auf 3 Stücken ist nur Paprika. Auf 7 Stücken ist Mais und auf 5 Stücken ist Spinat. Wie viele Stücke sind mit Mais und Spinat belegt? Sind es 1, 2, 3, 4 oder 5? Ich möchte euch gern einmal zeigen, wie ihr derartige Aufgaben mit einem sogenannten Venn-Diagramm lösen könnt. Beim Venn-Diagramm ist es so, dass wir uns die Aufgabe grafisch veranschaulichen, dass wir sie dadurch besser verstehen können und dadurch dann auch eine Lösungsidee für eine Rechnung entwickeln können. Und ich zeige euch jetzt einmal, wie man dazu vorgehen kann. Zunächst einmal wollen wir für die Anzahl der Stücke, die mit Paprika belegt sind, so eine hellgrüne Farbe verwenden. Und in dem Venn-Diagramm stellen wir diese Anzahl der Paprikastücke mit einem grünen Kreis dar. Dann haben wir die Anzahl der Stücke, die mit Mais belegt sind und die wollen wir hier blau darstellen. Im Venn-Diagramm durch einen blauen Kreis. Und schließlich haben wir noch die Anzahl der Stücke, die mit Spinat belegt sind und hierfür verwende ich jetzt einmal ein wunderschönes Braun. Und im Venn-Diagramm seht ihr einen braunen Kreis. Ja, will kein Kreis werden, ich probiere es nochmal. So, jetzt. Und wenn ihr euch diese drei Kreise einmal anschaut, dann gibt es hier einen ganz besonders interessanten Bereich, und zwar diesen. Der liegt nämlich in dem hellgrünen Bereich, in dem blauen Bereich und in dem braunen Bereich. Also in dem grünen, blauen und braunen Kreis. Und was können wir dann gemäß der Aufgabe aussagen? Das sind die Anzahl der Stücken, die mit Paprika, Mais und Spinat belegt sind. Der Aufgabenstellung können wir aber entnehmen, dass es solche Stücke nicht gibt. Es gibt kein Stück, das mit allen dreien belegt ist. Also können wir hier einmal eine 0 eintragen. Dann erfahren wir, dass auf 3 Stücken nur Paprika gelegt wurde. Und das können wir in dem Venn-Diagramm veranschaulichen, indem wir hier eine 3 eintragen. Seht ihr, dass die 3 tatsächlich nur im grünen Kreis steht? Sie steht nicht im blauen und auch nicht im braunen Kreis. Und jetzt könnt ihr einmal überlegen, welchen Bereich stellen wir hier dar? Dieser Bereich liegt in dem blauen Kreis und in dem grünen Kreis, aber nicht in dem braunen Kreis. Genau, das sind die Anzahl der Stücken, die mit Paprika und Mais belegt sind. Aber so etwas gibt es ebenfalls nicht und deshalb können wir hier auch eine 0 eintragen. Was haben wir hier für einen Bereich? Er liegt in dem grünen und in dem braunen Kreis. Das sind also all die Stücken, die mit Paprika und Spinat belegt sind, aber auch so etwas gibt es nicht. Da wir ja die Stücke nur mit Paprika belegt haben. Keine Doppelbelegung, also muss auch hier eine 0 stehen. Und dann erfahren wir noch, auf 7 Stücken ist Mais. Und ich trage jetzt einmal die 7 hier ein. Und auf 5 Stücken haben wir Spinat. Und wenn ich das jetzt so eintrage, dass wir also auf den Stücken nur Mais oder nur Spinat haben, dann seht ihr schon, dann gibt es ein Problem. Dann haben wir nämlich 3 plus 5 plus 7, 15 Stücken. Aber es sind ja nur 12 Stücken. Also irgendwie hätten wir dann 3 Stücken zu viel. Ja, also wir haben dann 3 plus 5 plus 7. Das sind wie gesagt 15. Und das sind 3 Stücken zu viel. Und dies bedeutet also nun, dass wir 3 Stücken haben, die mit Mais und Spinat belegt sind. In unserem Venn-Diagramm ist das dieser Bereich und ich trage hier einmal die 3 ein. Und das bedeutet aber auch, dass ich die Anzahl derjenigen, die jetzt nur mit Mais belegt sind, um 3 verringern muss.
Denn, schaut einmal, in dem Bereich für Mais haben wir jetzt die 4 und die 3. Das sind dann insgesamt diese 7. Und diejenigen, die jetzt nur mit Spinat belegt sind, müssen wir dann jetzt hier auch um 3 verringern. Das sind dann nämlich 2. Und wenn ihr dann mal schaut, 2 plus 3, das sind dann nämlich tatsächlich wieder die 5. Und jetzt könnt ihr nämlich sehr schön an dem Venn-Diagramm sehen, wie es sich genau verhält. Wir haben also 3, die nur mit Paprika belegt sind, 2, die nur mit Spinat belegt sind, 4, die nur mit Mais belegt sind und 3, die sind eben mit Mais und Spinat belegt. Die Antwort C ist die richtige. Alles Gute, alles Liebe, euer Jagdmeister X.